Schneiden, Föhnen, Legen und das im Wettbewerb. Salzburgs Friseurlehrlinge zeigen sich beim Landeslehrlingswettbewerb der Friseure kreativ. Es gibt ja viele, die ein bisschen außertourlich arbeiten wollen, die ein bisschen mehr machen als die normale Berufsausbildung und da bieten sie Wettbewerbe ganz besonders an. Für die einen ist das Arbeiten vor Publikum ein Kinderspiel und für andere gilt es, mit der Nervosität zurechtzukommen. Ich war sehr nervös. Ja? Warum? Ich habe Angst, dass ich irgendwas dann vergieße oder sonst irgendwas. Ich habe gedacht, dass mir die Leute mehr aufregen, also dass ich mehr aufgeregter bin, wenn viele Leute zuschauen. Meisterschaftstechnisch ist eigentlich schon mit dem kleinen linken Finger gegangen. Die 33 Teilnehmer aus drei Lehrjahren müssen sowohl eine Damen- als auch eine Herrenfrisur umsetzen. Gefragt ist Kreativität, genaues Arbeiten und die Passion für den Beruf. Die Jugend, muss ich sagen, ist sehr kreativ. Wir sind sehr stolz, wir sehen ganz, ganz tolle Leistungen. Hut ab von der Jugend, die sich präsentiert in der Öffentlichkeit zum Frisieren. Ein absolutes Highlight des Tages? Looks und Frisuren der Trends der 20er Jahre in Berlin. Nach stundenlangem kreativen Handwerken steigt die Anspannung. Wer hat die Vorgaben am besten und kreativsten umgesetzt? Aus dem zweiten Lehrjahr Damen und Herren Trendstyling kürt sich Anna Strimmer zur Gesamtsiegerin. Ich weiß nicht. Ich habe einfach gedacht, dabei sei es alles. Warst du nervös? Ja, voll. Vor allem mit der Zeit und so, aber ist dann gut gegangen. Den Bewerb im dritten Lehrjahr entscheidet einer von vier jungen Männern für sich, der gebürtige Syrer Mohammad Ruhan. Er überzeugt die Jury mit seinem Trendcut und seiner Hochsteckfrisur samt Make-up. Ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe und mit guten Plätzen. Es war ja eher ein bisschen stressig und ich war ein bisschen nervös. Für die Best of Salzburg geht es jetzt zum Bundeswettbewerb, um sich österreichweit mit den Besten zu messen. Karriere mit Schere.